Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du den Fabric Loader mit Optifine und einer Minimap in der Version 1.18.1 und höher installieren kannst. Erster Schritt: Du öffnest den Browser und tust dir erstmal ein paar Sachen runterladen. Dazu öffnen wir mal den Browser. Ich habe dazu schon ein bisschen was vorbereitet. Gehst hier auf Google oder deinem Browser deiner Wahl. Und als allererstes gibst du Fabric ein. Ne? Fabric ein. Da kommst du auf diese Seite. Wenn du Fabric eingibst, also ich mache das jetzt mal mit dir zusammen. Hier. Fabric, zack. Da kommst du auf diese Seite. Wenn du hier draufklickst, zack. Hier bist du. Da drückst du hier auf Download. Da bist du hier, ne? Hier ist dieselbe Seite. Und hier steht schon letzte Version. Und da klickst du hier auf Download Universal Jar. Und dann lädt sich die Fabric-Version runter. So, als zweites machen wir mit Optifine weiter. Gehst du auf Optifine Net. Das ist dieser Link. Also Optifine Net. Und Home, also du landest quasi auf dieser Seite hier, dann gehst du auf Downloads und dann wird dir hier schon die 1.18.1 angezeigt. Als letzte klickst du auf den Download-Button hier, wirst weitergeleitet auf eine Seite, da musst du mal skippen hier oben und dann auf den Minecraft 1.18 Optifine einmal draufklicken und da hast du das auch. Dann benötigen wir noch eine Zusatzfunktion. Die erhalten wir über Cursed Forge. Und zwar gibst du OptiFabric ein in den Suchbrowser. Und da landest du hier bei der Cursed Forge Seite bei OptiFabric und kannst hier auch ganz getrost ein wenig runterscrollen. Kannst natürlich auch hier diese Version runterladen. Das ist genau dieselbe wie diese. Drückst hier oder hier auf den Herunterladen-Button und hast die aktuelle Version davon. So, dann brauchen wir noch eine API. Ohne die geht es leider nicht. Die API gibt es aber auch in Forge. Deswegen gibt es ja auch in Forge. Ne, gibt es nicht in Forge. Da habe ich mir jetzt vertan. Die API hier im Fabric. Ganz wichtig in der 1.18.1. Und auch wichtig ist ja diese Version, die 46. Es darf nämlich nicht jünger sein als die 43, also die 0.43 würde noch funktionieren, aber die 0.42 funktioniert nicht und wir brauchen hier die neueste Version und dann klickt ihr hier auf Herunterladen. So, und jetzt kommt das ganz Wichtigste, nämlich die Minimap. Viele werden jetzt denken, warum nimmt ihr diese Minimap? Es ist eine große Umstellung für einige, manche tun sie aber auch schön benutzen. Die Voxel-Map wird nicht mehr weiter geupdatet, beziehungsweise bis jetzt ist noch kein Update draußen. Wenn es irgendwann mal wieder ein Update dazu gibt, werde ich dazu auch ein separates Video aufnehmen. Aber hier haben wir jetzt diese Minimap und da nutzen wir dieses Tutorial auch dazu, diese Minimap zu benutzen. Und hier ist wichtig, hier gibt es eine Forge-Version. Bitte nicht gleich hier oben drauf klicken. Wir nehmen hier nicht die Forge-Version, die Fabric-Version. Und dann müssen wir ein bisschen runter gucken, zack, zack. Und da haben wir hier die Fabric-Version, gehen hier rüber und klicken hier auf Download File. Wenn wir das alles haben, dann müssen wir unseren Download-Ordner öffnen. Ja, und den habe ich hier schon mal geöffnet. Bei mir ist er schon leer, weil ich habe alles, was wir hier schon gedownloadet haben. Also bei euch sieht es dann quasi so aus. Ne? Ihr habt hier einmal hier die Fabric, genau die Fabric-Version, dann die Fabric-API, die Minimap, Optifine und OptiFabric. Dann tut ihr alles markieren, upsala, alles markieren und in den Mods-Ordner ziehen. So, Mods-Ordner. Ich weiß, es gibt zig Tutorials, die am Anfang zeigen, wie man den Mods-Ordner öffnet. Unten hier eingeben AppData %AppData und dann auf Roaming gehen, ist die einfachste Variante. Ich gebe euch jetzt den super Tipp, wenn ihr hier
im Minecraft-Ordner seid, geht nochmal eins zurück, dass ihr den Minecraft-Ordner hier nehmt. Dann nehmt ihr diesen Minecraft-Ordner, zieht ihn hier unten an den Explorer ran und dann habt ihr hier drin. Da ist der angeheftet. Ne? Ihr nehmt ihn hier rein, hier anheften. Da ist der angeheftet. Super simpel. So, da gehen wir wieder in den Mods-Ordner. So, und da haben wir das alles hier. Super. So, jetzt, wenn ihr die Version 1.18.1 noch nicht gestartet habt, ist eure nächste Aufgabe, Minecraft zu starten. Das machen wir einmal hier. So, ich habe es jetzt einmal schon probiert, deswegen sieht es bei mir schon so aus, aber ihr müsst das so auswählen. Dann kriegt ihr aufs Spielen. Wartet kurz ab. So, da lädt das Ganze einmal und warten wir, bis wir im Hauptmenü sind, dass sich einmal das Ganze geladen hat. Da schaut es dann so aus. Schließen wir das Ganze wieder. Nächste Aufgabe ist jetzt den Installer. Einmal Doppelklick. So, und da haben wir das hier. Minecraft Version 18.1, sehr gut. Oder Version 13.1, aktuell. Ist unter dem Punkt Minecraft-Ordner abgespeichert. Create-Profile muss der Haken drin sein. Drückt ihr einmal auf Install. Wenn das passiert ist, kommt ein kleines Fenster, dass es geschehen ist. Ich kann es ja noch mal ganz kurz machen. Zack. Kommt dieses kleine Fenster. Drückt ihr auf OK. Ihr könnt hier wieder auf X drücken. So, weiter war es nichts. Es ist nicht schwer. Ihr drückt jetzt einfach auf Minecraft. Und habt dann automatisch schon das drin. Da wird jetzt hier eine kleine Info angezeigt. Haken rein, dass es nicht nochmal angezeigt wird beim nächsten Start. Und das Ganze lädt. Das dauert gegebenenfalls. Ihr müsst jetzt ein bisschen Geduld haben. Ich habe es vorhin getestet. Es hat eine anderthalb Minute gedauert. Ich weiß nicht warum. Sonst dauert das nicht so lange. Das dauert maximal bei mir so 10 Sekunden. Da ist das alles da. So hat das bei mir ausgeschaut. Nichts klicken, nichts gar nichts. Einfach Geduld haben. Und irgendwann ist es fertig mit Laden. Und so schnell habt ihr eine Minimap. So, jetzt zeige ich euch gleich nochmal. Tun wir mal gleich eine neue Welt erstellen. Und beim zweiten Mal klappt es schon schneller. So, tun wir mal eine neue Welt erstellen. Zack. Und neue Welt erstellen. Und da zeige ich euch mal die Funktion, weil das ist etwas anders wie bei der Voxel Map. Also komplett anders. Ich habe die jetzt noch nicht so wirklich benutzt. Also ich benutze sie jetzt erst eine Stunde. Deswegen habe ich nur mal kurz reingeschaut, wie die Tastenbelegungen sind und alles. Und das will ich euch mal schnell zeigen. Könnt ihr umlegen, so wie es auch auf der Voxel Map ist. Und gleich ist die Welt geladen. Super. Zack. Da ist die Welt geladen. Lasst euch nicht Trübsal reden. So, wir haben hier eine neue Welt. Warum ist der getestete Wegpunkt, den ich auf der anderen Welt gemacht habe, noch hier? Das habe ich jetzt nicht verstanden. So, ihr habt einmal folgende Taste, und zwar die U-Taste. Wenn ihr die U-Taste gedrückt haltet, dann habt ihr hier die ganzen... Ich habe jetzt einmal mal einen Test gemacht. Ich weiß nicht, warum das hier noch drin ist. Ich habe die Welt gelöscht und eine neue gerade generiert. Ihr habt es ja gesehen. Wir können hier hinzufügen, bearbeiten. Ne? Da kann ich jetzt hier sagen, hier ist der Wegpunkt, wie der heißt. Ich kann jetzt auch mal hier einen Test, ne? Und können wir hier die Farbe einstellen. Ganz viele Farben. Ich nenne jetzt mal hier grün. Dann haben wir hier die Koordinaten, ne? X, Y und Z. Dann haben wir hier noch den Namen, das Overlay. Das da gibt es bloß zwei Buchstaben. Da können wir hier sämtliche Sachen eingeben. Zum Beispiel jetzt für Test TX. TX vielleicht TS. So. Bestätigen. Das ist jetzt grün, TS. Wenn ich jetzt auf Escape drücke, da ist das TS. Und ich kann auch zoomen hier. Der wird aber nicht größer. Also das ist schon mal so. So,
Jetzt haben wir U ausprobiert. Jetzt probieren wir mal Z aus. Mit Z kann ich hier die Minikarte verschieben. Und da kann ich die auch in die Mitte setzen. Und das ist cool, weil in der Voxel-Map, da hat man diese vier Ecken gehabt. Und hier kann ich jetzt sagen, ich kann die jetzt in sämtliche Ecken verschieben. Also ich benutze die Funktion, dass es eben oben rechts ist. Und da kann ich ja bestätigen oder sogar eine Voreinstellung wählen, wie auch bei der Voxel-Map. Aber ich bestätige das Ganze jetzt mal. Genau. Dann haben wir hier Minikarte an aus. Das ist völlig normal. Dann haben wir hier die Block-Map-Settings. So, und hier haben wir sämtliche Sachen, die man einstellen kann. Und ich kann nur empfehlen, Blumen aus. das kann ich nur empfehlen. So, und es gibt auch noch weitere Seiten. Und zwar hier die Kantenglättung zurück. So, Blumen aus. Zeige ich euch gleich warum, weil auf der Karte hier werden euch alle Blumen angezeigt. Ist vielleicht ganz nützlich. Aber es werden euch alle Blumen angezeigt. Dann gibt es hier noch ein Overlay-Setting. Und da kann man hier die Schleimchance anzeigen. Das ist ein super Setting, wenn man zum Beispiel jetzt eine Schleimfarm bauen möchte. Da braucht man sich nicht erst im Internet den Seed reinladen und so. Man kann sofort sehen, wie jetzt dort die Schleime, wo die spawnen. Und da kann man auch super eine Farm bauen, ohne irgendwie rum zu cheaten. So, Lichtoverlay haben wir hier noch. Weiß ich jetzt nicht, was man hier einstellt. Aber ich habe es schon mal gezeigt. So, drücken wir wieder Z. Haben wir hier noch die Waypoint-Settings. Ja. Wegpunkte im Spiel anzeigen. Wegpunkte auf Minimap anzeigen. Todespunkte an. Todespunkt behalten. Ihr könnt hier sämtliche Sachen einstellen. Hier geht es weiter auf drei Seiten. Ich habe mich da jetzt noch nicht dazu mehr befasst. Auf den Wegpunkt kommen wir wieder zu diesem Menü. Und auf Optionen können wir ja auch noch ein bisschen was einstellen, aber das könnt ihr dann auch selber rausfinden. So, hier haben wir noch die normalen Settings. Die Größe der Karte kann man auch ordentlich vergrößern und auch verkleinern. So, 100 war glaube ich normal, ne? Zack. So, hier kann man noch ändern, ob es ein Kreis oder ein Quadrat ist. So, Norden fixiert oder auch nicht fixiert, Belichtung aus an. Ich glaube, die Belichtung an ist, wenn man eine Fackel stellt, da kann man das auch auf der Minimap sehen. So, zoomen kann man hier auch noch. Und die Rahmenfarbe, das ist das Coole. Die Rahmenfarbe kann man auch noch verändern. Wenn man jetzt zum Beispiel hier eine Gold. Gehen wir mal zurück. Dauert es ein bisschen. Die Rahmenfarbe. Die hat es aber nicht geändert. Keine Ahnung. Mit Y kann man hier noch zoomen. Das ist auch ganz nützlich. Und da kann man hier... Ihr seht ja den roten Pfeil. Und ich laufe mal hier kurz ein bisschen rum. Guck mal, hier sind so... Ihr seht da die gelben Kreise, oder? Das sind Schafe. Ne? Also die Schafe, die bewegen sich hier. Ihr seht ja hier, wie sich die ganzen Mobs bewegen. Also das sind jetzt keine Spielerköpfe mehr zu sehen. Also Spielerköpfe in dem Sinne und Mobköpfe so. Das sind jetzt alles mit Punkten realisiert. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja. Was das Coole ist, das hat mir noch jemand erklärt. Man kann... Wenn man jetzt hier was... ich baue mal kurz was ab. Wenn jetzt hier so Items rumliegen, kann man die auf der Karte sehen. Ich gucke die jetzt an, die Items. Ja, genau. Die sind rot markiert. Warte mal, ich zeige euch das mal. Dort, wo gerade kein Tier ist. Ich lege die Items jetzt hier hin. Jetzt entferne ich mich wieder. Seht ihr das auf der Karte? Da ist es jetzt hier rot markiert. Wir müssen jetzt mal kurz oben auf die Karte gucken. Guck mal, jetzt ist es weg, das rot markierte.
So lässt sich das schwer nachvollziehen, ne? Warte mal, muss ich ein bisschen weiter weg? Weil wegen. Ja, man sieht es jetzt an der Spitze von meinem Pfeil sieht man, dass es rot ist. Also, wenn man jetzt stirbt und seine Sachen verliert, da werden die rot markiert auf der Karte. Das kann man bestimmt noch alles farblich umändern, aber ich wollte es euch erstmal so zeigen. So, C ist Zoom, kennt ihr ja von Optifine. Ich gehe jetzt mal kurz nochmal die ganzen Dinge durch. Und wenn ihr die Taste B drückt, bei VoxelMap glaube ich genauso, könnt ihr hier den Wegpunkt erstellen. Zum Beispiel hier nochmal Test, ne? Test, der Wegpunkt ist violett. Der Kürzel ist T. Ich kann ihn aber auch disablen, bestätigen. Ja, und der ist weg. Wenn ich jetzt hier U drücke, ne, da steht ja deaktiviert, dann kann ich hier aktivieren. Und da ist er wieder da. Ne? Also das ist eine ganz schöne Sache. Ist ein wenig anders, wie jetzt bei der Voxel Map das früher war. Ja, ich wünsche euch aber auf jeden Fall auch viel Spaß damit. Und so habt ihr jetzt auch eine Minimap in der Version 1.18. Und ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Probleme habt, damit gerne in die Kommentare damit. Ich helfe gern. Ich werde es auch in Zukunft testen und wenn irgendwelche Probleme auftreten, dass ich euch dann auch helfen kann. Wie gesagt, test es ruhig mal aus und falls die Voxel Map irgendwann mal wieder funktionieren sollte oder doch wieder weiterentwickelt wird, dann gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid und da werde ich auf jeden Fall auch wieder rüber wechseln. Ja, das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Cedric, bye bye.